sich einmischen. Das heißt für mich erstmal nicht, dass man sich so im Schutz der digitalen Anonymität auf allen möglichen Nachrichten-Websites rumtreibt und dort die Kommentarsektion zumüllt. Und das heißt für mich auch nicht, dass man in eine Partei eintritt oder in einen Verein oder in irgendeine andere Interessensgemeinschaft und glaubt, die erledigen jetzt diesen Job für mich. Also die vertreten mich jetzt, weil ich muss mich nicht mehr anstrengen, weil diese Institution ja jetzt da ist und mich repräsentiert. Sondern sich einmischen, das heißt für mich vielmehr, dass man sich in Dialog begibt und dass man zuhört. Und das heißt auch, dass man sich Widerworten aussetzt, Widerrede respektiert. Ja, also zuhören, Konflikte ertragen, vor allem offensiv und bewusst mit dem eigenen Sein umgehen. Also dazu gehört, dass man die eigene Perspektive kennt, aber auch, dass man sie immer wieder kritisch hinterfragt, weil daraus Identität entsteht, so aus der Hinterfragung des eigenen oder dessen, was man für das eigene hält. Also wenn man sich auf die Weise für die eigene Position stark macht, dann trägt es bei zur Offenheit unserer Gesellschaft, Sichtbarkeiten schaffen, sich solidarisieren mit anderen, Möglichkeit geben, dass andere sich mit der eigenen Position solidarisieren und vor allem zuhören können. Also beides, ne? Laut sein können und zuhören können. Das bedeutet das für mich, sich einmischen.